So, hallo und herzlich willkommen bei Minecraft. Die letzten Folgen kommen ja richtig gut bei euch an. Und wir haben schon angefangen, hier oben weiterzubauen, aber wir haben momentan kein Holz mehr. Also müssen wir erstmal losziehen, ein bisschen Holz holen. Wir werden versuchen, in diesen Folgen, in der ganzen Aufnahme hier noch ein bisschen mehr zu bauen. Vielleicht mal auf Monsterjagd gehen, dass wir vielleicht Schleim finden oder irgendwas dergleichen, damit wir unsere Farm weiter ausbauen können. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mehr Felder, vielleicht mal eine NPC-Dorf suchen oder finden, damit wir da vielleicht noch Kartoffeln abstauben könnten. Vielleicht eine Mine finden und da vielleicht Kartoffeln finden. Ein paar Möhrchen, ein paar mehr Tierchen einsammeln. Schwein hatten wir ja zwischendurch schon mal eingefangen. Die waren ja da noch in der Höhle, also in diesem Loch drinne. Da haben wir die uns rausgeholt. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe zwar noch Life in the Woods, aber das läuft da nicht ganz so flüssig, so wie dieses Minecraft. Und dann möchte ich auch nicht vorher damit anfangen, bevor das nicht flüssig läuft. Das wäre sonst voll blöde. So, noch ein bisschen Holz sammeln hier. Ja, aufpassen. Creeper und sowas, das gibt's ja nun mal alles hier. So, wir haben 37 mal Holz und ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube, das sind schon wieder andere Bäume. Hier haben wir noch Birke. Schauen wir mal hier hinten. Immer schön das Holz sammeln. Natürlich auch aufpassen, dass hier keine Monster rumrennen. Wichtig. Natürlich ist das wichtig. So. Weil es könnte ja dunkel sein, Monster könnten sich hier verstecken, wir könnten die gar nicht sehen, weil die hier im Wald hängen. So, da ist nichts, das nehmen wir noch mit. Und hier oben vielleicht noch das Bäumchen. Ich glaube, der eine Baum, der steht da immer noch vom Anfang an. Upsala, da ist noch ein Apfel, sage ich doch. Okay. Die bauen sich also ab. Dann können wir mal hier gucken. Hier stehen auch noch ein paar Bäumchen rum. Ja. Genau. Ja, keine Axt mehr. Das habe ich mir schon fast so gedacht. Dann nehmen wir das Holz mal so weg mit der Faust. Mit der blanken Faust. Wir sind Karate-Kid. Okay. Dann machen wir uns mal noch eine Axt. Schieben uns mal noch was zu schmachteln in die Kiemen. Und dann würde ich vielleicht, haben wir eigentlich eine Rüstung? Ne, wir haben nicht mal eine Rüstung, aber Eisen hatten wir doch schon gefunden. Dann könnten wir uns doch schon mal eine Eisenrüstung machen. Wir hatten ja unser Haus hier schon weiter ausgebaut, eine Etage draufgesetzt und ja, die ist natürlich jetzt offen. Jetzt können natürlich hier die Monster drin spawnen, beziehungsweise auf den Dach. Da ist auch noch keine Fackel oder irgendwas. Wir nehmen ja erstmal schnell dieses Holz. So, na komm. Sammeleien. Okay, wir wollten noch Stöckchen machen. Denn wir brauchen noch eine Axt. Wo habe ich denn das Eisen? Da habe ich das Eisen. Okay. Zack, 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 zack. Und eine Axt. Wunderschön. So, jetzt gehen wir erstmal schnell aufs Dach, denn es wird dunkel. Das Risiko vermindern, dass hier Monster spawnen, indem wir einfach mal ein paar Fackeln aufstellen. So, wunderschön. Wir machen das mal hier noch. Hallo. Zu, wollte ich eigentlich sagen. Hops. So. Oh nein, runtergefallen. Nein, 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 nein. Ich will nicht draußen sein. Wenn da jetzt ein Monster spawnen. Hatten wir eigentlich schon Sand geholt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, anscheinend haben wir noch keinen Sand geholt. Wo ist unsere Axt? Da. So, ziehen wir erstmal hier noch das Dach. Oh, hallo. Okay. Nehmen wir das wieder weg. Ist das jetzt rausgefallen? Ja, natürlich ist das rausgefallen.
Muss ja so sein, dass die rausfallen. Was? Ich hoffe, der ist unter uns und nicht über uns. Hallo? Geh weg. Ist die Tür zu? Ist die Tür zugemacht? Ja, die Tür ist zu. Ich glaube, unser Holz reicht. Ist das dein Ernst? Als hier unten rum. Ja, du guckst hoch. Die Spinne, die kann doch hier dran hochkrabbeln, oder? 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 Kann die das? Eigentlich können die das doch. Ja, ja. Spinnen, alles ist da, alles kommt hoch. Wir werden gleich angegriffen, wette ich. Wäre ja nicht das erste Mal heute. Wir machen erstmal hier das Dach zu. Also wir versuchen es schnell. Denn versuchen wir natürlich noch zu schlafen. Hallo, das wird ja immer lauter. Ich hoffe, ihr seid hier nicht irgendwo. Mach zu jetzt hier. Und das Holz wird wahrscheinlich nicht reichen. Mal Holz noch. Nee, das wird wohl nicht reichen, dass wir das Dach zubekommen. Eigentlich hätten wir uns ja auch ein schönes Glasdach bauen können. Hätte Fahrradkette. Zweimal haben wir doch. So, das war's. Wir könnten jetzt nochmal Holz machen. Ja, können wir. Brauchen wir nicht mal runtergehen. So, wunderschön. Noch 16 mal Holz übrig, womit wir Bretter machen können. Ups, runtergefallen. So. Jetzt haben wir hier zwar noch kein Glas drin, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Können wir eigentlich schlafen? Ja, wir können schlafen. Das ist schon mal gut. Da steht ein Creeper draußen. Der Rest sollte soweit sterben. Wir haben ja gar keine Übersicht hier unten. Der steht hier draußen. Der Baby-Creeper, der Baby-Zombie, der da steht, der wird uns wahrscheinlich nicht sterben. Wir schieben uns hier mal das Fleisch rein. Wir sind damit wieder fit. So, jetzt könnten wir uns mal noch eine Rüstung bauen. Muss ich nur kurz überlegen, wie das war. Ja, so nicht. Das ist ein Helm. Okay. Ein Helm. Das dürften Schuhe sein. So ist es. Und... das ist eine Hose. Für viel mehr reicht's gar nicht. Damit wir wenigstens ein bisschen geschützt werden da draußen. Noch irgendwas? Habe ich hier vielleicht noch Eisen drin? Ne? Nee. Können wir auch mal das Gold reinhauen? So, finden wir hier noch was? Den Apfel packen wir mal aus. Ist auch nichts weiter drin. Wir bräuchten Eisen, Diamanten oder irgend sowas in der Art. So, jetzt muss ich natürlich... ach, scheiß drauf. Geh raus und kämpfe. So, da ist der Creeper, da ist die Spinne, da ist der Baby. Komm her. Komm her. Ist dein Ernst? Die Spinne hat uns noch nicht gesehen. Greifen wir einfach mal frontal an. So, jetzt ist irgendwo hier der Creeper noch. Da. Einmal. Geh weg. Zweimal. Wehe, du platzt hier. Dann ist was los, sag ich dir. Ey. Weg. So, okay. Die sind wir los. Jetzt bräuchten wir irgendwie so was Schleimartiges. Die Frage ist nur, wo werden wir das finden? Unsere Rüstung ist ja nun auch nicht so doll. Unser Schwert ist auch nicht so toll. Hm.
Wir haben nicht mal eine Karte oder einen Kompass. Ich glaube, das wäre jetzt erstmal total blöd, loszurennen. Vielleicht sollten wir erstmal noch Sand sammeln, um Glas herzustellen. Irgendwo war doch hier Sand. Schauen wir mal rum. Irgendwo werden wir schon was finden. Ist doch kein Problem. So, okay, hallo. Ein Pfeil. Den sammeln wir natürlich ein. Na, hier war es doch irgendwo. Hier ging es doch irgendwo runter. Wir haben doch hier schon mal Sand abgebaut. Ja, ne? Hallo? Hatten wir hier nicht Sand abgebaut? Hatten wir hier nicht unsere Höhle? Oder bin ich da jetzt total falsch? Nee, hier ist doch unsere Höhle. Wir hatten doch mal hier Sand abgebaut. Wie auch immer, wir sammeln einfach hier den Sand ein bisschen ein. Soll uns nicht stören, dann ist hier halt noch Sand. Gut, unter Wasser funktioniert das nicht ganz so schnell, müssen wir aufpassen. Wir haben nicht so viel Sauerstoff. Und auftauchen, so wunderbar. Sammeln mal ein hier, was geht. Am Hoch, Sauerstoff holen. So. Was haben wir denn an Sand jetzt schon? 32 mal Sand. Das könnte schon so gut wie reichen. Sammeln wir mal. Oh, auftauchen, auftauchen, auftauchen. Oh, so, super. Gut, das sollte erstmal reichen. Eigentlich der Meinung, wir hatten ja schon mal Sand abgebaut. Ich bin mir da jetzt zwar nicht ganz so sicher. Aber eigentlich ja. Na gut, gehen wir erstmal nach Hause. Brennen den Sand. Oh, da steht schon unser Häuschen. Wir werden natürlich hier noch viel mehr bauen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Oh, Getreide wächst auch. Wir könnten wieder ein paar Küchens herstellen. Ein paar Küchen, vor allem Küchens. So, das Gold ist natürlich fertig. Und jetzt hauen wir den Sand da mal rein. Oh, wir haben nur noch viermal Kohle. Haben wir hier noch eine Kohle? Da ist keine Kohle. Ist hier noch Kohle? Da ist auch keine Kohle mehr. Einen Feuerstein haben wir noch, aber keine Kohle. Blöd, ne? Gut, wie war denn jetzt eigentlich hier so eine Jacke? War das komplett nur nicht... Ah, genau, es war aus Gold. Aber ist ja egal. Gibt uns ein bisschen Schutz. Es war nur ein bisschen, aber immerhin. So. Dann könnten wir eigentlich später nochmal hier runtergehen in unsere Mine. Wir könnten erstmal wegmachen. Vielleicht. Ist jetzt die Leiter runtergefallen oder habe ich die eingesammelt? Ich habe sie eingesammelt. Einen ordentlichen Fußboden rein. Das sieht ja aus wie Ole. Mann, das ist immer weg. Da ist zwar die Tür jetzt auch weg. Ordentlichen Fußboden. Was machen wir denn mal da Schönes rein? Deorit, weiße Wolle. Was haben wir hier noch? Birkenholzblätter? Bruchstein? Komm, wir nehmen die Eichenholzbretter. Wir gönnen uns ja sonst nichts. Zack, 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 zack. Reicht das? Ja, natürlich reicht das. So, die Leiter da noch ran. Wunderschön. Achso, wir müssen noch die Tür wieder rein. Wo ist sie hin? Da. Zack. Schön. Ja, weniger schön. Machen wir später. So, das Birkenholz da rein und die Tür da rein. Wir haben ja noch mehr Setzlinge. Alles raus. So, mal was spachteln. Mal was spachteln. So, Sand 12 mal Glas schon hergestellt. Das können wir gleich oben einbauen. In unser schönes Panorama da.
erreicht, ganz genau, ohne zu zählen. Wunderschön. Wir brauchen definitiv mehr Sand, würde ich behaupten. Das wird hier nicht reichen. Mach mal den Sand schneller fertig. Ach, die Kohle wird nicht reichen. Alles reicht hier einfach nicht. Ist ja unbeschreiblich. Die Sonne, die ist auf dem Weg nach unten. Lauf. Irgendwo war doch hier noch Kohle. Irgendwo war doch hier noch Kohle. Oder habe ich die schon alles abgegrast? Ach, schade. Mit Erde könnten wir eventuell hier erstmal zumachen, dass wir vielleicht noch an den Sand kommen. Reicht denn dafür unsere Erde? Ja, reicht. Da läuft das Wasser. Hier noch den Sand holen. Oh, und die Musik ist ziemlich laut. Werde ich wahrscheinlich ein bisschen leiser stellen müssen. Moment. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren, dass sich das Ganze nicht übersteuert. Beziehungsweise überschneidet, nicht übersteuert. Das ist ja Quatsch. Vielleicht haben wir Glück und finden hier unten drunter noch was. Ja, sieht jetzt nicht so aus. Ja, genauso wollte ich das nicht. Wird schon wieder düster. Zack. Mach das so. Hau rein die Erde. Hau einfach rein da die Erde. Ja. Brauche ich jetzt noch viel mehr Erde. Damit wir das dazu machen können, damit das eben wird, müssen wir auch noch auffüllen. Halt. So, 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 so und so. Dann könnten wir auch diese Fläche hier abbauen und den Sand rausholen. Aber viel mehr Sand finden wir hier nicht mehr. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause, denn es wird wieder dunkel. Dunkel heißt immer Gefahr. Ja, und ich glaube, wir sollten jetzt als erstes Kohle besorgen. Denn die Kohle ist alle. Diese Kohle ist alle. Wir brauchen Kohle. Wo ist denn jetzt das Glas? So, können wir oben nochmal schnell ein bisschen was reinsetzen. Sparmodus. Da kann nämlich nichts durchkommen. Wenn wir das so machen, das ist nämlich alles ein Block breit und die Monster sollten alle so zwei Blöcke haben. Aber das war's schon. Wir haben nicht mehr. Eieieiei. Ja, das ist natürlich nicht schön. Also sollten wir uns jetzt mal in die Mine begeben. Oh, Spitzhacken haben wir natürlich keine mehr und ich habe kein Eisen mehr. Oh. Wir gehen jetzt einfach erstmal runter. Oh, da wäre ich jetzt fast da reingefallen. Da müssen wir darauf achten, dass wir da nicht einfach runterspringen. Vielleicht setzen wir oben einfach noch einen Block hin. Ich höre schon wieder Skelette laufen. Ich nehme mal unser Schwert. Hier ist hier hell genug, aber hier rechts, wo die Höhle ist, beziehungsweise wo wir eine Höhle vermuten,